Hallo YouTube, hier spricht mit Lautstadt, Eines Essen hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Man muss eigentlich ja schon sagen, endlich mal wieder ein neues Video. Ich wurde auch schon auf Twitter von ein paar treuen Abonnenten zugespammt und immer mal wieder angefragt, wann denn ein neues Video kommen wird. Und ich muss euch ehrlich sagen, diesmal kann ich wirklich nichts dafür, dass keine Videos in den letzten 2-3 Wochen kamen. Denn mich hat eine doch etwas heftigere Gesichtsverletzung einfach lahmgelegt und ich konnte keine Videos machen. Wie kam es dazu? Ich spiele jetzt wieder seit 2-3 Monaten aktiv im Verein Fußball. Hatte ich, glaube ich, in einem Video noch gar nicht erwähnt. Also die Leute, die mir bei Twitter folgen, werden es sicherlich mitbekommen haben, weil ich immer wieder dazu was poste. Aber ich glaube, ich habe es in keinem Video bisher erwähnt. Ich hatte letzten Sommer mal diese Idee, dass ich wieder Fußball spielen will, in einem Video angekündigt. Aber da ist es ja dann zunächst erstmal nicht dazu gekommen. Und jetzt, als es dann aber wirklich wieder geklappt hat, habe ich, glaube ich, dann kein Video mehr dazu gemacht. Deswegen hier vielleicht nachträglich die Info dazu. Problem war, ich hatte dann ein Auswärtsspiel eben vor 2-3 Wochen, ja, vor 2 Wochen war es, und habe mich bei diesem Auswärtsspiel ziemlich heftig im Gesicht verletzt. Eigentlich eher untypisch für Fußballverletzungen. Meistens sind ja doch irgendwie Knie, Bein oder Fuß oder sowas betroffen. Da hatte ich allerdings immer ziemlich Glück. Also ich hatte in meinem Leben, glaube ich, eine etwas schwerere Verletzung. Es war eine Innenbanddehnung, die mich mal für 6 Wochen oder so lahmgelegt hat. Ansonsten hat bei mir eigentlich immer alles zusammengehalten, was den Körper angeht. Also ich war immer sehr, sehr verletzungsfrei. Problem ist, für diese Aktion, wo ich mich verletzt habe, konnte ich nichts, denn zwei Gegner, die hatten irgendwie Streit mit ihrer Koordination, sind übereinander gestolpert und auf mich raufgeflogen. Und ich kann das Ganze auch nur aus Erzählungen wiedergeben, weil ich mich selber an diese Szene nicht mehr erinnern kann. Also ich habe wie so einen Filmriss an genau diese Szene. Ich war danach nicht ohnmächtig oder so. Also ich bin direkt aufgestanden und konnte in die Kabine gehen und mich auch selber versorgen. Also es war nicht so heftig, wie mir meine Kollegen dann erzählt haben, dass es aussah, aber es hatte eben noch gewisse Nachwirkungen und auf jeden Fall die beiden müssen oder einer der beiden Gegner muss dann irgendwie auf mich gefallen sein und ich bin entweder auf den Boden gefallen mit dem Gesicht oder bin gegen einen anderen Gegner noch irgendwie mit dem Gesicht gekracht. Definitiv hatte ich eine ziemlich heftige Nasenprellung, auch der Kiefer, glaube ich, war geprellt, also mir taten meine Zähne die ganze Zeit weh. Auch so Sachen wie Lachen oder normal reden sind mir in den ersten Tagen extrem, also in den ersten Tagen danach extrem schwer gefallen. Und dementsprechend konnte ich einfach auch keine Videos machen, sah wirklich schlimm aus. Es sah vielleicht schlimmer aus, als es eigentlich war, aber es war einfach eine sehr, sehr unangenehme Verletzung, weil so Sachen wie Essen dann auch schwer gefallen sind, weil man einfach so das Gefühl hatte, der ganze Mund, der ganze Kiefer, Nasen, Gesichtsbereich war so angeschwollen und wenn man da nur leichte Bewegungen gemacht hat, hat das Ganze extrem wehgetan. Also ich hatte schon ein bisschen Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist, also vor allem, dass meine Zähne heil geblieben sind und dass im Endeffekt auch meine Nase nicht gebrochen ist, sondern nur geprellt. Also das hätte auch schlimmer ausgehen können, aber ich war eben dann doch für jetzt mindestens 1 bis 1,5 Wochen lahmgelegt. Und deswegen kamen dann eben auch keine Videos. Ich hatte mir eigentlich schon eben ein bisschen früher vorgenommen, ein Video zu machen, konnte das dann allerdings aufgrund dieser Verletzung nicht. Heute ist es allerdings soweit. Ich habe mich jetzt wieder fast vollständig auskuriert und kann jetzt eben auch mal wieder was für YouTube tun. Deswegen mache ich heute dieses Video hier. Ein Video, was aber vielleicht ein paar schlechte Nachrichten beinhaltet. Warum vielleicht? Denn ich kann noch nicht hundertprozentig genau sagen, ob das Ganze so eintreffen wird. Aber ich habe zusammen mit dem Packet 10, Artif und noch 2 Kumpels von den beiden, eine Reise nach Amerika im Sommer geplant, nach Los Angeles, beziehungsweise die haben das geplant und mich gefragt, ob ich mitfahren will. Und das Ganze ist ja schon relativ kostspielig und vor allem auch würde das Ganze genau oder fast genau auf die Zeit fallen, wo die Gamescom stattfindet. Deswegen, falls das mit dieser Reise klappt, was derzeit noch nicht hundertprozentig sicher ist, aber was wir jetzt erstmal so in Planung genommen haben, dann würde die Gamescom für mich ausfallen und da ich eine Menge Kosten in nächster Zeit auf mich zukommen sehe, weil ich vielleicht auch in eine WG jetzt noch ziehe, was allerdings auch noch nicht sicher ist. Deswegen ist halt das Problem, dass ich da schon mal Geld für brauche und ich habe dann noch ein sehr, sehr teures Studium, was ich zwar nicht selber finanzieren muss, so zum größten Teil, aber wo eben auch noch ein paar, sage ich mal, Nebenkosten dann auf mich zukommen. Von daher ist das Ganze sehr, sehr kostspielig. Könnte also bedeuten, dass auch Titanfall bei mir ins Wasser fällt, weil ich dafür einfach das Geld dann lieber anders investiere, lieber spare für diese Amerika-Reise und eben für Studium, Wohnung, etc.
Ja, das sind eben die Nachrichten, die möglicherweise alle eintreffen könnten und oder die Dinge, die in nächster Zeit passieren können. Deswegen steht gerade YouTube so ein bisschen auf der Kippe, gerade der Inhalt meines YouTube-Channels für die nächste Zeit ein bisschen auf der Kippe. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass ich mir eins von beiden Spielen, die ich so in nächster Zeit oder die ich geplant habe, mir holen werde. Also ich will ja mir auch dieses FIFA-WM-Spiel holen. Da muss ich mich dann nochmal ein bisschen genauer im Klaren drüber werden, welches Spiel mir da wichtiger ist, ob Titanfall oder dieses WM-Spiel. Derzeit würde ich zu dem WM-Spiel tendieren, weil ich mich immer schon sehr, sehr lange auf diese WM gefreut habe und auch darauf gefreut habe, da noch mal etwas auf meinem YouTube-Channel zu machen. Also diese WM sozusagen zu prognostizieren. Werde ich nochmal mir das Ganze ein bisschen überlegen, aber ich denke mal, beide Spiele werde ich mir nicht holen. Von daher muss ich das, muss ich mir da noch mal ein bisschen im Klaren drüber werden. Übrigens, das Gameplay heute ist von Packet 10. Das ist ein ziemlich altes Gameplay. Ich glaube, der hat es selber schon mal auf seinem Kanal hochgeladen. Es war auch eventuell schon mal auf einem anderen Kanal zu sehen. Bin mir da nicht mehr ganz sicher. Und sind 121 Kills mit der MP5K auf WMD. Also mal wieder ein bisschen Black Ops 1. Der hat mir letztens geschrieben, dass er noch ein paar alte Gameplays auf der Festplatte und da ich halt keine Gameplays mehr habe und aber auch nicht so alle möglichen Gameplays nehme, also wirklich nur so das, was mir gut gefällt, habe ich ja gesagt, würde eigentlich ziemlich gut passen, wenn er mir da ein paar Gameplays hochlädt und das hat er mir jetzt hier schon hochgeladen und ich kenne das Gameplay auch schon, also ist echt ganz nice. Und ist auch ein bisschen Pech dabei, ich glaube nämlich am Ende kann er seinen Chopper nicht mehr einsetzen. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es das Gameplay war oder nicht. Kann auch sein, dass ich das mit einem Gameplay mit einer AK-47 verwechsel. Aber ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also mit der MP5K ist auch ewig her, das Gameplay. Kann man sich durchaus reinziehen. Ich guck mal gerade, wie viel Zeit ich noch habe. Noch ein paar Minuten. Ja, das sind so erstmal die groben Nachrichten, die ich so für die nächste Zeit euch übermitteln muss oder übermitteln will. Wie gesagt, da ist alles noch nicht sicher. Aber es könnte eben doch sein, dass ich dafür meinen Channel nochmal ein paar Änderungen vornehmen muss, gerade was die Spiele angeht. Und bis dahin will ich einfach aber mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Also noch ist eben nicht sicher, ob diese Reise klappt. Wenn sie allerdings klappt, würde die auf jeden Fall allen anderen Sachen vorgezogen werden. Denn ich glaube, das kann aber auch irgendwo jeder verstehen. Weil ich die beiden, also ich kenne Packet 10 und Artif auch noch nicht im Real Life. Den Casual habe ich ja kennengelernt, den Bold Exclaimer habe ich kennengelernt, den Famous habe ich auch noch nie kennengelernt, obwohl wir eigentlich so nah beieinander wohnen, aber die beiden wollte ich auf jeden Fall auch mal treffen und dementsprechend ist das, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit und eine ziemlich geile Sache, wenn man dann zusammen nach Amerika fliegt. Ach so, übrigens, wo ich gerade den Famous erwähne, der hat mich getaggt und hat mir da irgendwelche Fragen geschickt. Ich habe die Fragen, glaube ich, gar nicht mehr. Ging auf jeden Fall irgendwas um Pizza. Also falls du dieses Video siehst, Famous, würde ich dich mal bitten, mir die Fragen einfach nochmal in die Kommentare zu schreiben oder bei Twitter mir nochmal diese Liste mit den Fragen zu schicken, waren glaube ich 5 Fragen oder so, dann werde ich mich daran beteiligen, auch wenn ich insgesamt diese Tag-Geschichte jetzt nicht so spannend fand. Eine Sache vielleicht noch, das nächste Video, weiß ich noch nicht genau, wann das kommt, ich bin jetzt vom 2. bis zum 6. April dann erstmal in Regensburg, also da wird kein Video kommen, aber ich weiß nicht, ob ich davor noch eins schaffe, wenn nicht, kommt auf jeden Fall danach dann wieder zeitnah ein Video. Das vielleicht erstmal so als grobe Info für alle, die sich schon aufs nächste Video wieder freuen. Und ich verabschiede mich dann an der Stelle und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Steht, dass es bei dir die ganze Zeit ladet. Ja, es lädt auch noch bei